Zweimal gekämpft 1960 und achtmal der Gegner Scheiße, wie er damals boxte. Cassius Clay 87,9 Kilo schwer und Peter Hosing war immer so 102 Kilo schwer. Der geboxt hat. Schnelle Beine und Arme. Und vor allen Dingen, was er hat. Das könnte ich mir vorstellen, dass das stimmt. Das stimmt. Das sagt man mir nach. Aber meine Beine waren nicht die schnellsten dafür, aber meine Arme. Mhm. Achtung! So. Das war ein Ausrutscher. Das war der erste. Wenn da einer eben gut trifft, fällt der andere um. Du bist ja auch erst mit 31 Europameister geworden. Von Experten, die sagen, Schwergewichtler, etwas jugendlich gebaut. Das sieht man auch an dem Gewicht von 86, da war er auch austrainiert. So viel an den Titelfight zu bekommen. Ja, wie hättest du denn, der Peter Hosing, diesen Cassius Clay geboxt? Was hättest du für eine Schwierigkeit zu besiegen, sondern ich hätte ihm den Weg abschneiden müssen, hätte in guter Deckung boxen. Das war in meiner besten Zeit und das war ein Manager aus Frankfurt. Und es hieß, dieses Scheichtum, da machen wir einen Showkampf mit Cassius Clay. Es wäre auch für mich eine ansehnliche Börse ausgegangen. Jetzt wird er natürlich immer schneller. Ja, jetzt will er natürlich Schluss machen. Obwohl das ja auch gefährlich ist. Wenn ein angeschlagener Boxer, das weißt du, die sind. Also Clay ist ständig in Bewegung. Also Banks sucht die halbe Distanz, er will ran. Nicht? Auf lange Distanz ist er ganz klar der unterlegene Mann. Allzu viel dahinter wäre. Ja, er will den Gegner irre zu sagen, ich will den in der Drittrunde sind. Also das ist jetzt im Übrigen immer noch. Aber die Art und Weise, wie er boxte, das gefiel den Zuschauern damals schon. Ja. Das Provokative, nicht? Er hat also immer das stehen lassen, dass er auch irrgetroffen werden könnte. Jetzt hat er ihn wohl. Ja, Banks bleibt stehen, versucht es immer wieder mal mit Einzeltreffern. Hoppla. Mit dem Mut der Verzweiflung. Denn das, ja, wir wissen, was Cassius Clay geworden ist. Das war am 10. Februar 1962 in New York. Sollte schon so eine Einrichtung Titelkampf. Ja, jetzt könnte der Mr. Goldstande. Nochmal, Cassius Clay in der weißen Hose, Sonny. Und da geht Goldstande.